Zurück bei Morbid Report. Heute habe ich hier zwei richtig fette Pakete bekommen. Ihr könnt hier schon lesen, einmal Predator, einmal Alien. Da drin befinden sich von NECA die lebensgroßen Wollmount-Büstner. Bestellt habe ich die bei Marc Rose von Marc's World of Figures. Super Typ, kann ich nur sagen. Super zuverlässig, klappt immer alles reibungslos. Der hat bei Facebook eine Seite, könnt ihr unter Marc's World of Figures finden. Und bei eBay hat er auch einen Shop. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich bin auf alle Fälle richtig gespannt, wie die Dinger jetzt in live aussehen. Bis jetzt habe ich sie auch nur auf Bildern gesehen. Im Internet bei YouTube gibt es auch noch keine Review-Videos über diese Dinger. Was mich wundert, weil in Amerika müssten sie eigentlich schon länger erhältlich sein wie bei uns. Ja, schreiten wir zur Tat über und öffnen die Boxen. Let's go! So, dann werde ich jetzt mal gekonnt zum ersten chirurgischen Schnitt ansetzen. Die Aufregung steigt. Ist schon mal sehr gut. So, der Predator ist aus dem Karton heraus. Ich bin mit der Optik zufriedener. Ich meine, wir wissen alle, dass es hier nicht um irgendein High-End-Collectible geht, sondern dass das halt von NECA hergestellt ist und dass es sich dabei um eine Latexbüste handelt. Es gibt ja Leute, die da eine regelrechte Phobie haben vor diesem Material. Ich stehe dem Ganzen offener und lockerer gegenüber, weil ich halt viele Sachen aus diesem Material habe, gerade halt aus dem Prop-Bereich. Und man muss natürlich ja immer sagen, dass dieses Material heutzutage ganz anders hergestellt wird, wie das früher hergestellt wurde. Und dementsprechend auch wirklich haltbar ist. Also ich denke nicht, dass das in ferner Zukunft irgendwie porös wird oder kaputt geht. Also es ist wirklich sehr massiv. Das ganze Ding wiegt auch wirklich viel. Also ich hätte es gar nicht erwartet, dass es vom Gewicht her so viel ist. Man sieht, dass hier auch ein paar so kleine Details mit vorhanden sind, wie diese Schläuche hier, die Threads. Vom Paintjob geht es für mich, da es wirklich was ist, was von der Stange kommt, auch völligst in Ordnung. Natürlich kann man immer nachbessern und Hand anlegen, aber es ist halt einfach was von der Stange kommt. Und wie gesagt, das ist hier keine Büste von Cool Props oder Sideshow. Und von daher geht es für mich wirklich vollkommen in Ordnung, so wie es ist. Und wer was anderes haben will, der muss halt einfach mehr Geld ausgeben und sich dann was anderes kaufen. Von daher werde ich das Ding hier jetzt nicht schlecht machen, weil es für mich wirklich in Ordnung geht. Und diejenigen von euch, die selbst ein bisschen mit Bemalen und so weiter Erfahrung haben, können da natürlich selbst Hand anlegen, wenn es ihnen nicht gefällt. Man sieht hier Battle Damage an ein paar Stellen.
Es war auch eine kleine Montageanleitung dabei mit diesem Metallwinkel bzw. Haken, mit dem man die Büste an der Wand befestigen kann. Die Schrauben waren auch dabei. Ja, und das Ganze ist halt so gestaltet, als würde er gerade so aus dem Dschungel rauskommen. Das haben sie ganz gut gelöst, finde ich, in dem Fall, dass sie hier ein bisschen so das Holz im Hintergrund und diese Blätter mit angedeutet haben. Das könnte man auch selbst noch ein bisschen umdekorieren, indem man so Plastikfarn oder so Plastikpalmenblätter anbringt, wie ich das bei meinem lebensgroßen Display gemacht habe. Ich zeige es euch mal nochmal kurz für diejenigen, die es noch nicht von Bildern her kennen. Tarnnetz und dann einfach das Ganze noch mit Lianen und Dschungelpalmenblättern dekoriert. Dann macht das Ganze schon wieder einen ganz anderen Eindruck. Und es ist günstig und einfach umzusetzen. Ihr seht es, ich habe hier unten so eine richtige kleine Kulisse gebaut. Und wenn man den an die Wand hängt, diese Büste, dann kann man da durchaus ein nettes Display machen in seiner Bude. Einfach so eine kleine Dschungelwand, wo eben der Predator rauskommt, macht sicherlich was her. Noch kurz die Rückseite. Hier habt ihr so eine Art Filzgummimatte drauf, dass die Wand eben nicht beschädigt wird. Hier nochmal der Necker Produktionsstempel. Und hier oben seht ihr schon, ist eine richtige fette Metallplakette drauf, wo dann dieser Haken hier reingeht, wenn man es an der Wand montiert. Und wie gesagt, man sieht es ja schon an der Halterung, das Ding hat ein gewisses Gewicht, obwohl es eben nur in Anführungszeichen aus Latex bzw. Gummi ist. Aber ich würde mal sagen, 5-6 Kilo wiegt es auf alle Fälle. Also in die Rigipswand, glaube ich, sollte man es nicht einfach so reinhängen. Was mir persönlich noch ganz gut gefallen würde, wäre, wenn man das Ganze alternativ eben stehend ins Regal stellen könnte. Wenn es eine alternative Aufstellmöglichkeit geben würde, weil ich persönlich habe im Moment an den Wänden keinen freien Platz, wo ich es hinhängen könnte. Und mir würde es besser gefallen, wenn ich es mir ins Regal stellen könnte, aufrecht. Werde mir dafür aber dann einfach selbst ein kleines Display bauen. Ich zeige euch mal als Beispiel kurz was, wie ich das bei einer anderen Büste gelöst habe. Und zwar hier, könnt ihr das gut sehen, habe ich einfach so einen aus Holz selbst ein kleines Display gebaut, wo ich die Büste dann so dran montiert habe. Dann kann ich es mir ins Regal stellen. Gefällt mir jetzt persönlich besser. Beziehungsweise habe ich halt meine Wände leider alle schon zugebaut. Deswegen werde ich mir für die Büste eben eine ähnliche Lösung suchen. So, weiter geht's dann mit dem Alien. Beim Alien ist der Karton selbst auch schon ein gutes Stück größer. Und man sieht hier schon, dass das auch etwas vorsichtiger verpackt wurde, da ja hier ein transparenter Dom drauf ist, den wir uns jetzt gleich mal näher anschauen. Ich bin nämlich gespannt, wie sie das in diesem Fall umgesetzt haben. Ich zeige euch nochmal jetzt hier kurz den Blick aufs noch eingepackte Alien. Das sind eben schon im Karton diese Keile drinnen, dass die Büste selbst überhaupt nicht hin und her rutschen kann, weil hier eben dieser Dom drauf ist. Und was mir jetzt sofort auf den ersten Blick auffällt, ist, dass die auf alle Fälle etwas
größer ist wie die Predator-Büste. Und damit meine ich jetzt nicht nur größer im Sinne von, sie ist größer als die Predator-Büste, sondern hier ist auf alle Fälle Life-Size, vielleicht sogar einen geringfügigen Tick größer, also wirklich nur minimale Prozente als reguläres Life-Size. Und beim Predator ist es meiner Meinung nach genau umgekehrt. Er ist ein paar Prozent kleiner wie richtiges Life-Size. Ich habe ja den lebensgroßen Predator hinten stehen und er macht um ein ganz, ganz kleines bisschen einen kleineren Eindruck. Aber es ist wirklich nur minimal. Es kann ja sein, dass es mein Empfinden ist, aber für mich wirkt es auf alle Fälle so. Und hier sehe ich eben auf den ersten Blick, das Ding ist wirklich groß. Es ist richtig groß. So, ich habe die Keile aus dem Karton entfernt. Beim Predator waren ja nur diese Styropor-Einlagen mit drinnen, da waren diese Keile nicht zusätzlich. Ja, und ihr könnt jetzt hier schon sehen, hier sieht man schon das Maul. Und es ist wirklich, es ist groß. Es ist richtig groß gemacht. So, Büste ist aus dem Karton und sie ist wirklich von der Größe her sehr eindrucksvoll und imposant. Ich meine, dass die jetzt nicht zu 100% movie-akkurat ist, ist auch klar. Das Ganze wirkt halt einfach wie eine große Neckarfigur. Ist aber wirklich für mich auch in diesem Fall in Ordnung. Und ich finde sie insgesamt etwas imposanter wie die Predator-Büste. Also meiner Meinung nach macht die mehr her. Was mir persönlich jetzt nicht so gut gefällt, ist, dass der komplette Dom sehr milchig ist. Ob die den von innen geairbrushed haben, weiß ich nicht. Das wirkt aber jetzt auf den ersten Blick auf mich so. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie den etwas transparenter lassen hätten und vielleicht nur in dem vorderen Bereich milchig gemacht hätten, beziehungsweise abgedunkelt, weil man sieht auch, dass da eigentlich ein Innenleben drinnen ist, was aber halt nicht zur Geltung kommt. Aber das Ganze ist stabil gemacht, also das ist nichts, was sofort einen Sprung kriegt. Also da muss man schon ein bisschen mit roher Gewalt rangehen, glaube ich, um da einen Sprung reinzukriegen. Ich habe ja andere lebensgroße Alienköpfe und da ist das Material um einiges dünner, wie in diesem Fall. Also finde ich ganz in Ordnung, wie sie das gelöst haben. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, aber das hat nichts mit Neka zu tun, sondern das ist einfach meine generelle Meinung und Einstellung dazu. Ich mag diese gigaresken Bodenplatten, Wandplatten und andere Konstrukte nicht so gerne. Das stört mich schon bei den meisten Sideshow-Figuren, diese ausladenden, gigaähnlichen Bodenplatten beziehungsweise die Gebilde, auf denen die Figuren zum Teil draufstehen, weil das für mich zu sehr von der Figur selber ablenkt und bei mir da immer dieser Eindruck von so, meine Oma hat früher so Hummelfiguren aus Keramik gesammelt und irgendwie wirkt mir das Ganze dann immer zu Hummelfigurenmäßig. Also ich finde da so eher schlichte Platten oder vielleicht Sachen, die an die Filmkulissen angelehnt sind, besser wie diese frei erfundenen gigaresken Modellationen. In dem Fall hätte ich es auch, also ich muss ganz klar sagen, ich finde sie cool. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn sie den Kopf einfach komplett gemacht hätten und den als Büste. Das hätte mir noch besser gefallen. Und jetzt, wo das Ding aus dem Karton ist, kann ich ja wirklich sagen, es ist um einen guten Ticken größer als normales Life-Size. Es ist wirklich sehr groß. Aber es ist von der Umsetzung her wirklich in Ordnung. Man sieht jetzt natürlich hier die unteren Zähne. Das ist alles ein bisschen grob gearbeitet. Aber ich meine, was wollt ihr sonst erwarten? Es ist halt, was es ist. Und für diejenigen, die sich gerne in Life-Size irgendwas von Alien hinstellen wollen, ist das, finde ich, echt eine gute Alternative zu irgendwelchen Büsten, die 3.000, 4.000 € kosten. Also muss ich ganz klar sagen. Und wenn ich diese beiden Büsten, diese Wollmann-Büsten mir jetzt anschaue, dann würde ich mir echt wünschen, dass Neca einfach mal ein komplett lebensgroßes Alien oder einen komplett lebensgroßen Predator aus diesem Material machen.
eben damit sich sowas auch Leute leisten können, die jetzt keine 7.000 oder 8.000 Euro für einen lebensgroßen Predator oder einen Alien hinstellen, ausgeben wollen, um sich das hinzustellen. Und ich glaube, dass das wirklich durchaus umsetzbar wäre, weil sie haben ja inzwischen auch Wonder Woman und diesen Deadpool in Lebensgröße herausgebracht. Genau wie hier den Slimer. Und ja, ist meiner Meinung nach wäre es umsetzbar. Mit Abstrichen eben. Wie gesagt, es handelt sich hier nicht um High-End Collectibles, sondern um lebensgroße Displays zu einem günstigeren Preis, wie eben diese ganzen High-End-Sachen. Einfach eine Alternative dazu und finde ich völlig legitim und in Ordnung. Ich bin einmal gespannt, ob in die Richtung noch mehr kommt, weil vielleicht der Aliens Warrior aus dem zweiten Teil oder das Dog Alien würde ich persönlich richtig geil finden, wenn da in die Richtung noch was kommen würde. Und wie gesagt, ich würde es geiler finden, das Ganze als komplette Büste, den kompletten Kopf zum Hinstellen mit Schultern oder zumindest mit Hals, mit einem Display, würde ich jetzt noch geiler finden. Ich muss ja dazu sagen, dass ich generell nicht so der Wall-Mount-Fan bin. Ich finde es in Ordnung, aber ich bin kein hundertprozentiger Fan davon. Mir sind richtige Büsten eigentlich lieber. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es da auf dem Markt gewisse Absprachen gibt, was die Freigabe für solche Sachen betrifft, weil ich meine, Cool Props stellt die kompletten Köpfe in Life-Size her. Und ich weiß nicht, wie das da mit der Lizenzvergabe ist, aber wenn jetzt NECA anfängt, für einen weitaus geringeren Betrag Live-Size-Köpfe herzustellen, wie das dann ablaufen würde. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass das Klientel ein ganz anderes ist, die dann halt als Käufer in Frage kämen. Hier haben sie auch zum Beispiel dieses Kabel, diesen Schlauch hier separat gemacht, das ist es kein Vollguss. Die anderen hier, die sind angegossen, aber den haben sie hier separat. Also es hat durchaus seine Reize und auch ein paar nette Details. Ja, und auch in dem Fall, Paintjob ist für das, was es ist und was man zahlt. Für mich persönlich, ist meine eigene Meinung, ich sage es nochmal dazu, ist das in Ordnung. Wenn jetzt da natürlich mit der Lupe rangeht und zum Heulen anfängt, dass der Paintjob kacke wäre und nicht detailreich genug, dann seid ihr selber schuld. Allen anderen kann ich nur sagen, gute Alternative und durchaus empfehlenswert, wenn man keine zu hohen Erwartungen hat und sich halt immer vor Augen hält, um was es hier geht und was man hier bekommt. Ja, die Aufhängung ist hinten genau die gleiche wie beim Predator. Das Ding wiegt allerdings noch ein paar Kilo mehr wie die Predator-Büste, was höchstwahrscheinlich auch mit diesem Dom zu tun hat. Wie gesagt, das ist auch ein bisschen ein dickeres Material. Ich meine, wiegt jetzt nicht wirklich viel, aber insgesamt wiegt das ganze Ding trotzdem mehr wie der Predator. Jetzt zeige ich euch die beiden Büsten nochmal kurz nebeneinander. Predator ist eben der farbenprächtigere. Und das Alien ist einfach von der Größe her ein kleines bisschen imposanter, zumindest auf den ersten Blick. Vor allem, wenn man von der Seite drauf schaut, sieht man schon gut, dass es doch einen guten Ticken größer ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal ein paar erste Eindrücke
zu diesen Büsten vermitteln. Vielleicht könnt ihr euch dann eher zum Kauf entschließen oder auch nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, also Material habe ich überhaupt keine Bedenken. Das ist wirklich ganz dickes Latex-Silikonmaterial, Gummi, was es da immer genau für ein Gemisch ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das wird auf alle Fälle halten. Ne? Und die Sachen werden heutzutage anders hergestellt wie früher. Das ist eben ein Zwei-Komponenten-Material, was wirklich synthetisch dann eben sich vernetzt. Früher wurde ja oft Naturlatex verwendet, das kann ich euch einmal ganz kurz zeigen, und genau aus dieser Zeit stammen eben auch diese Horrorgeschichten. Ich zeige es euch kurz, das ist das lebensgroße Alien aus Independence Day, und früher hat man eben hier dieses Naturlatex verwendet, das auch noch zudem sehr dünn in diese Formen eingepinselt wurde, und deswegen reißt es, entspringt eben, weil dieses Material austrocknet, und dann kommt eben hier schon die Schaumfüllung raus. Aber die Befürchtung habe ich jetzt, wie gesagt, bei diesen Büsten nicht, dass das jetzt innerhalb der nächsten 10 Jahre passieren sollte. Und wie gesagt, es kommt eben auch immer darauf an, welches Material da verwendet wurde. Hier sieht man das nochmal. Also die haben das hier wirklich extrem dünn in diese Formen eingepinselt. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass das dann hier mit den Jahren aufreißt, weil es halt einfach komplett spröde wird und ausgetrocknet. Aber zum Beispiel hier, das ist der Alien Queen Kopf, und der ist auch in Lebensgröße, und der wurde eben auch schon aus diesem Gummimaterial gemacht, und das Zeug hält wirklich, also da geht nichts kaputt. Slimer ist genau aus dem gleichen Material eben wie diese beiden Büsten, und ich habe auch noch den Space Jockey von NECA, der auf mich einen ähnlich robusten Eindruck macht, und ich kann euch hier nochmal das Negativbeispiel zeigen. Das ist eben auch ein älteres Material, und das bekommt hier eben diese Risse. Man sieht es hier auch nochmal sehr gut an den Kieferbändern. Oder hier kommt die Füllung raus. Hier sind leichte Risse drinnen. Aber es war halt einfach komplett anderes Material, was damals verwendet wurde. Deswegen macht euch da nicht zu viele Sorgen drum. Ja Leute, ich sag danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.